Was sind denn das für Formel-1-Schuhe? Ist das Puma? Nee, Socken sind Puma. Herr Seitz, haben Sie die entworfen? Der neue Puma-Chef. Ja. Jetzt ist es an. Und jetzt mache ich mit meiner Hand Drehbewegungen. Okay. Du siehst es jetzt nicht, aber ich übergebe dir jetzt einmal die Kugel. Ja. Und dann magst du einfach mit deiner Hand festhalten. Ja. Der haut ab. Und jetzt hast du solche Drehbewegungen aus dem Handgelenk. Der läuft noch unrund, das hörst. Ja. Erst wenn er richtig rund läuft. Das ist nicht einfach. Nee. So als wenn es das Handgelenk einfach hänge hast. Als wenn es in der Schüssel rühren würde. So einfach so. So. Schau mal, den Unterarm einfach die Hand, das Handgelenk hängen lassen. Lass mal einfach. Jetzt so, oder? Flach. Schau mal, nehmen wir mal Handgelenk, fahren wir über mein Handgelenk drüber. Jetzt läuft aber rund, oder? Aber jetzt war ich viel aus dem Arm. Genau. Jetzt, machst du das, jetzt kommt langsam das Handgelenk. Jetzt hast du es mit dem Handgelenk. Ja, genau, jetzt wird es das Handgelenk. Richtig. Okay. Das ist zum Beispiel sehr effektiv für den Unterarm. Okay. Fürs Training. Echt? Was kostet? Genau. Ich mache halt viel aus dem Arm. Das kriegst du mit der Zeit mit. Jetzt ist es besser, oder? Ja. Jetzt sieht man richtig, wie sie die Muskeln bewegen. Da kann man richtig trainieren, oder? Ja, ja. Da kannst du einfach aufs Sofa setzen, weil Kugel anschmeißen und dann halt einfach. Nee, dann ist es eigentlich. Ist das mehr für Koordination oder mehr für Kraft? Sie sagt, der Trizeps oben. Und sollen wir das mehr mit 90 Grad Ellbogen machen, oder? Das ist 90 Grad, aber im ausgestreckten Arm. Das ist eigentlich das verschieden. Und wie macht man den an? Nicht durch Google. Da genau musst du jetzt deinen Finger drauf haben. Da gehört jetzt ja noch nicht. Aber vielleicht schafft Frau Anne Marissa Meyer auch da eine neue Idee. Das geht bloß einen halben Zentimeter rein. Filmbike. Und dann Fährmann. Bis in der On Tour. Wenn du das jetzt drin hast, das geht nicht weit rein. Ne? Das ist nicht drin. Ne? Jetzt, okay, ja. Jetzt musst du praktisch deinen Finger auf das Loch und auf die Schnur durch. Ja. Und dann ganz langsam die Kugel drehen, bis sich die Schnur.